am nördlichen Rand des Stadtgebietes Erkelenz, in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Gerdehahn, liegt der 475 Jahre alte Weiler Moorheide. Idyllisch im Landschaftsschutzgebiet gelegen, leben hier in 4 Familien 18 Einwohner, darunter 4 Kinder. Die Ruhe und Abgeschiedenheit hat auch Familie Bachmann bewogen, sich hier niederzulassen. Wir sind vor 10 Jahren hier hingezogen und da war ich schwanger und dann fanden wir das so schön hier, weil das so ruhig ist und eigentlich kein Verkehr hier durchfahren könnte, haben wir gedacht. Und dann haben wir dann die Kinder gekriegt und dann haben wir festgestellt, dass es ganz schrecklich hier ist. Also dass die Autos fahren, keinerlei Rücksicht nehmen, die Treckerfahrer, also alle. Es ist ohne Rücksicht hier alles. Ne? Dies, obwohl die einzige vorhandene Straße eigentlich eine Sackgasse ist. Denn alle anderen Verbindungen in den Weiler hinein sind nur für Land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Für Sarah Bachmann ein unhaltbarer Zustand, den es zu ändern gilt. Also haben wir dann gehofft, dass wir irgendwas machen können. Da haben wir direkt die Polizei angerufen, ob wir eine Spielstraße bekommen oder ob uns irgendwie geholfen werden kann. Da sagten die, das ist nicht möglich, weil das ja immer kontrolliert werden muss. Und weil wir nur einer von ganz vielen Dörfern sind und alle das gleiche Problem haben. Deswegen, dann haben wir gefragt, ob wir das irgendwie sperren können, weil man darf ja hier eigentlich nicht durchfahren, aber das wird uns auch nicht genehmigt wegen den Bauern, sagt nie, das kriegen wir einfach nicht durch. Dann sollten wir die Nummernschilder aufschreiben der Leute, aber das ist ja gar nicht so leicht, weil die fahren jetzt so schnell durch, dass man oft gar keine Möglichkeit hatte, überhaupt irgendwas, eine Nummer zu kriegen. Ja, und hat man halt immer wieder versucht, irgendwas zu machen, aber wir haben halt immer kein Glück gehabt. Und so gehört Moorheide zu einer beliebten Abkürzung für alle, die ohne Umwege vom westlich gelegenen Gerderath in Richtung Tüschenbroich wollen oder die Strecke schnell und bequem aus Norden kommend in entgegengesetzter Richtung benutzen. Für die Bewohner von Moorheide ein Zustand, der einer dringenden Änderung bedarf. Ja, wir haben uns ans Ordnungsamt gewandt, wir haben gedacht, wir machen einen Ortstermin und fragen mal, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Und ja, dann hat man uns alles Mögliche entworfen, was man machen könnte. Und letztendlich waren die Schweller das Praktikabelste. Einziger Nachteil, wir müssen selbst bezahlen. Die nach einer Ortsbegehung durch das Ordnungsamt vorgeschlagene Lösung sieht 4 Fahrbahnschwellen vor, die zu einer erheblichen Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeit führen sollen. Aufgrund der allgemeinen angespannten finanziellen Situation der Kommunen ist die finanzielle Umsetzung jedoch schwierig. Beträgt doch alleine der Materialwert der vorgesehenen Maßnahme über 1.900 Euro. Für die Moorheidener kein Grund, noch länger auf die ersehnte Verkehrsberuhigung zu warten, bis es gegebenenfalls zu spät ist und ein größerer Schaden eintritt. Mit einem beispiellosen Engagement stemmen sie die Kosten aus privaten Mitteln und zahlen den erforderlichen Betrag Ende November bei der Stadtkasse ein. Weitere 4 Monate später hat sich die Situation in Moorheide jedoch noch nicht geändert. Im Gegenteil, frische Bremsspuren zeugen davon, dass viel zu schnelle Autofahrer die kleine Ortschaft durchfahren. Also heute ist sozusagen High Noon. Die kommen alle vom Bezirksausschuss. Welche Aufgaben ein Bezirksausschuss hat, wissen wir gar nicht so genau. Aber wir hoffen natürlich, dass jetzt unser Antrag und all das, was wir an Zeit investiert haben, dass das jetzt alles durchgeht und wir schnell die Schweller bekommen. Und so beraten die Vertreter des Bezirksausschusses Gerderath vor Ort über eine praktikable Lösung. Also ich finde dieses Engagement der Bürger hier schon enorm, wenn man bedenkt, dass hier nur 7 Haushalte sind, dass sie eine doch beträchtliche Summe hier gesammelt haben, um zu einer Verkehrsberuhigung zu kommen. Das muss man schon beachten und dann muss man auch mit den Bürgern jetzt sprechen, ob das wirklich einhändiger Wille ist oder ob es hier vielleicht doch nur 1 oder 2 sind, die es wollen und die anderen sind dagegen. Deshalb macht man den Ortstermin. Der Bezirksausschuss Gerderath besteht aus insgesamt 37 Mitgliedern und setzt sich aus Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern zusammen. Er ist das Bindeglied der Bürgerschaft vor Ort zum Rat der Stadt Erkelenz. Als ich das erste Mal davon hörte, Moorheide soll verkehrsberuhigt werden, da habe ich ein bisschen geschmunzelt, muss ich ehrlich sagen. Weil man kennt Moorheide, so wie gerade jetzt auch ist, ruhig. Aber natürlich heißt das ja nicht, dass doch was nicht in Ordnung sein kann. Also habe ich mich erstmal schlau gemacht bei der Stadtverwaltung und hat mir von Herrn Pelz vom Ordnungsamt einen Vermerk geben lassen, den er damals mal angefertigt hatte. Verschiedene Lösungsmöglichkeiten werden diskutiert und Interessenslagen von Bewohnern und Landwirten abgewogen. Es bleibt schnell unstrittig, dass die Lösung eine drastische Geschwindigkeitsreduzierung zur Folge haben muss. Bestenfalls dem normalen Verkehr die Durchfahrtsmöglichkeit genommen wird.
Wir hoffen natürlich jetzt auf eine schnelle Lösung. Meine Tendenz ist, dass es wohl doch positiv gesehen wird, auch vom Bezirksausschuss, auch von den Beteiligten, auch von den Landwirten, die dabei waren. Und wir hoffen, dass die Maßnahme, die jetzt bestimmt wird, uns schnell erreicht, sodass wir unsere Straße dann verkehrsberuhigt haben. Nach einer weiteren Beratung am selben Abend beschließt der Bezirksausschuss, der Verwaltung zu empfehlen, am Ende des Wirtschaftsweges aus Richtung Tüschenbruch kommend einen Drempel zur Geschwindigkeitsreduzierung zu installieren und am Wirtschaftsweg aus Gerderath kommend einen Ölwannenkiller einzubauen, der die Durchfahrt für Pkw komplett verhindert, die Nutzung für landwirtschaftliche Fahrzeuge aber weiterhin ermöglicht.